Name ist Martin Wölker und ich bin Logistiker. Willkommen zu Martins Ware Logistik Part 4. Wir hatten vorher eine Sushi-Belt-Lösung, in der wir die Forschungspakete auflegen, die Forschung versorgen. Ne, einfach hier so, kein Problem. Und wir zählen das immer schön durch und achten darauf, dass die richtige Zahl Forschungspakete da ist. Dann haben wir manuell einfach die Teile mal so nachproduziert. Das passte ganz gut. Damit konnten wir Forschungspakete so herstellen. Und jetzt wollen wir auch hierfür eine Sushi-Belt-Lösung haben. Das heißt, wir legen das alles schön auf, ne, dass wir die Forschungspakete erzeugen können. Gut, ich habe das hier vorbereitet. Ne, ich habe hier eine neue Variable, n. N ist die Zahl der Vorprodukte, die auf diesem Ringsorter liegen sollen. Und wir müssen mal erstmal das richtig einstellen hier. Also erstmal die Stapelgröße schön auf 1 setzen. Da haben wir schon gelernt, das stimmt mit den Buchungen nicht immer. Gehaltene Gegner müssen wir auslesen. Das sind Kupferplatten. Die sollen nicht kleiner 0 sein, sondern kleiner N sein. Puls ist in Ordnung. Wunderbar. Gehe ich das mal einfach hier drauf überall. Du machst das bitte mit Zahnrädern. Du machst das mit Förderbändern. Du machst das bitte mit Reifarmen. Die Entnahme muss ich dann entsprechend auch einstellen. Wir wollen Stapelgröße auch wieder nur ein haben, dass immer schön alles kontrolliert ist. Und dann wollen wir die gehaltenen Dinge ausstellen. Wir wollen nichts aktivieren. Die sollen einfach immer laufen. Auch hier kopiere ich das einfach wieder. Grüne, graue, blaue, lila, gelb. So, dann sollte das jetzt funktionieren. Stellen wir mal so hier in die Mitte, dann kann man alles schön sehen. Jupp. Und ich sage, los geht's. Gut. Aber ich kriege keine Greifarme. Warum kriege ich keine Greifarme? Ah, die brauchen ja auch Platinen. Ja. Bleiben wir jetzt hier drauf liegen. Der grüne habe ich natürlich noch gar keine, weil ich ja keine Greifarme hatte. Wollen wir mal gucken, was wir hier jetzt aufliegen haben. Da sind von jedem 30 da. Aber sehen wir jetzt wieder, das ist nicht richtig clever. Warum ist das nicht richtig clever? Oh, ich habe hier einen kleinen Fehler gemacht. Falsch verkabelt. Sag mal doch, Leute, ich stelle die Zahnräder nicht her, sondern ich habe nur noch eine Quelle für Zahnräder. Ich habe eine Quelle für Eisen und da bediene ich mich dann. Test beenden. Das sammle ich jetzt mal einfach von Hand ein. Okay. Also ich muss nur noch einmal Zahnräder erzeugen. Also einsammeln, 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 einsammeln. So, klick, klick. So, dich baue ich hier ab. Dann stelle ich mal hier eine Fabrik hin. Dann ist hier dann die Kiste mit den Zahnrädern. Nehme ich ihn weg. Zahnräder brauchst du. Zahnräder brauche ich hier. Du lieferst Zahnräder. Das heißt, du bist derjenige mit den Zahnrädern. Und du bist derjenige mit den Greifern. Was habe ich Greifer? Gucken. Dann mit den Förderbändern. Das ist derjenige mit den Förderbändern. Klick, klick, klick. So, und jetzt muss ich nur noch entsprechend Zahnräder herstellen. Die Kiste habe ich ungeschickt hingestellt. Na gut, dann mache ich mal jetzt eine Lösung, die mir nicht so ganz gefällt. Ich habe schon gesagt, lokal versorgen, nicht immer diese riesen Förderdinger aufbauen. Das kostet alles nur Geld. Hier tue ich nur noch Eisen rein. Dann muss ich eben noch die Platinen geben. Ja, immer drängen, Kisten kosten auch Geld. Muss alles bezahlt werden. Kontrolle, 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 Kontrolle.
Also legen wir los. Warum arbeitet ihr nicht? Ach, du weißt nicht, was du tun sollst. Was sollst du tun? Förderbänder herstellen. Zahnräder herstellen. Ist noch nichts angekommen? Warum nicht? Was ist da passiert? Der steht immer noch auf 30. Und der hier oben steht immer noch auf voll. Also, Reset machen wir einfach dadurch, dass ich sage, gut. Gabel durch. Gabel auf. Genau das Gleiche. Ja, und schon sehen wir, haben wir einen ganz großen Vorteil. Ein Anlieferort für Eisen, ein Anlieferort für Kupfer und die Platinen bräuchte ich sowieso. Also, worauf wartest du? Du wartest darauf, dass du was auflegen kannst. Jetzt gucken hier, wie steht's? Warum arbeitest du nicht? Na, wenn ich hier keinen Greifer hinstelle, ne? Ja, und schon geht's los. Was sehen wir da wieder? Man muss dann schon sehr konzentriert sein, darf dann nicht so viele Fehler machen. Was haben wir noch nicht? Wir legen alles mal auf die Innenseite, aber wir wollen ja auch den Vorderrad richtig vormachen, denn die andere Hälfte nutzen wir ja gar nicht. Wie macht man das? Ganz einfach. Ich muss kurz ausschleusen. Ja. Und wieder einschleusen. Ja, und das mache ich natürlich am besten dann, wenn ich alles rausgenommen habe. Ich mache hier ganz am Ende mal. Ich mache es mal hier, weil ich genau da unten einen erweitern. Ne? So, klick. Und schon packen wir die Hälfte in die Außenseite und dann können wir ihn wieder schön auflegen. Das war gar nicht schlecht. Da haben wir also jetzt das zweistufig schon mal gemacht. Natürlich nur für Rot und Grün, das müssen wir noch gleich ein bisschen erweitern. Ne, und das hier ist auch eine ganz nette Lösung. Das heißt, die Zahnräder werden auf jemand und wir sehen, wir sind echt schnell genug. Die Kiste läuft sogar langsam voll. Gut, das war's für jetzt erstmal. Ich freue mich auf den nächsten Teil.